Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, wo, hey, mal wieder wunderschöne Menschen zusehen. Ich freue mich sehr, werbe von Jay Gigolos den nächsten Track und er heißt Plus. Der Boy haut wieder einen Track nach dem anderen gefühlt raus und ich freue mich sehr drauf. Den letzten Track habe ich einfach so gehört. Ich habe ja jetzt auch anderthalb, zwei Wochen Pause gemacht zur Weihnachtszeit, zu den Feiertagen, was ich sehr enjoyed habe und was echt schön war. Bisschen Family, Mann, hier, da. War schön, war eine schöne Zeit, aber es ist auch gar nicht viel rausgekommen. Also es ist fast nichts rausgekommen. Es war der perfekte Zeitpunkt, glaube ich, für eine kurze Pause, weil über die Weihnachtsfeiertage und so auch so gut wie nichts released wurde und auch wenig, was denn irgendwie gut war, als ich es mir selber angehört habe. Jetzt haben wir Plus von Jay Gigolos mit einem Beat natürlich von Unbeatables. Wir hören rein, würde ich sagen. Ich bin wirklich gespannt. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Was habe ich hier von E-Mail bekommen? Okay, nichts wichtig. Wir hören rein, ich bin gespannt. Let's go. Digi ist back in der Klapse. Halbe Film einfach. Halbe Film hier direkt am Anfang. Video von Creative Bakery. Okay, sorry, dass ich im Einstieg pausiere, holy shit, aber ich wollte nur kurz den Beat schon mal loben. Anfangstöne gefällen mir sehr. Boah, Dicker, sag mal, was denn hier los? Boah, frag ich mich auch. Ich geh aufs Ganze, weil ich muss. Früher war der Konto stand Minus. Doch der Junkie aus der Klapse macht jetzt Plus. Holy. Boah, Dicker, sag mal. Oh mein Gott, auch dieses Ups. Geil, geil. Nochmal. Dicker, sag mal, was denn hier los? Ich geh aufs Ganze, weil ich muss. Ich geh aufs Ganze, weil ich muss. Ist noch so als Adlib mit drin. Was denn hier los? Ich geh aufs Ganze, weil ich muss. Früher war der Konto statt Minus. Doch der Junkie aus der Klapse macht jetzt Plus. Ups. Boah, Dicker, sag mal, was denn hier los? Boah. Ich geh aufs Ganze, weil ich muss. Ey, er sah ehrlich gerade ein bisschen aus wie Heisenberg in diesem Ding. Da ein bisschen Heisenberg-Feelings. Ich geh aufs Ganze, weil ich muss. Früher war der Konto statt Minus. Doch der Junkie aus der Klapse macht jetzt Plus, Plus, Plus. Boah. Digga, was für eine Hook. Holy shit. Was für eine Hook. Ich liebe den Aufbau der Hook. Ich liebe den Aufbau der Hook. Auch das, wo man eigentlich eine Pause erwarten würde, eine längere Pause, dass er dann einfach sagt, ups, und dann geht's direkt weiter. Das ist mein favorite part of the hook, würde ich fast sagen. Es nervt mich ein bisschen, dieses Amelia Junkie macht jetzt Plus, Amelia Junkie macht jetzt Plus. Gerade in der zweiten Hälfte der Hook, das war für mich irgendwie vom Hörgenuss nicht so nice mehr. Ich höre nochmal rein, aber das war das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat. Das hätte für mich nicht sein müssen, so. Also, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es das ohne sich angehört hätte, wäre das zu ruhig gewesen, war da eine Lücke, die man hätte füllen müssen. Aber für mich so, wäre gerade nicht so nice gewesen, glaube ich. Weil gerade hier an dieser Stelle habe ich es gemerkt, da nervt es ein bisschen irgendwie. Früher war der Konto stand Minus, doch der Junkie aus der Klapse macht jetzt Plus, Plus, Plus. Boah, das Ende finde ich aber geil, das Ende ist maximal geil. Also wirklich Aufbau, Doug, ansonsten 10 von 10. Alles voller Hektik, dicker, tagelang nur Action. Fühl mich mit meinen 32 Jahren als 260. Angst und zu viel Skepsis, Amphor und Cocaine Trips. Wie bei diesen Cappies, ich war nur auf Flexfit. Ich war nur auf Flexfit. Ich war nur auf Flex Fit. Ist, denke ich mal, eine Cappy-Form oder so. Bro, ich habe noch nie mal Leben eine Cap getragen, weil ich einfach kein Cap-Gesicht habe. I'm from Cocaine Trips, wie bei diesen Cappies. Ich war nur auf Flex Fit. Dieses, jenes, jenes, dieses. Oh. Lord have mercy, holy Jesus. Ey, geil, Mann. Ich find's nice, wenn Jessica auch mal englische Zeilen mit reinpackt. Wir wissen, der Boy kann gefühlt 0% Englisch. Das war ein bisschen, ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt. Ein bisschen Englisch kann er schon, ja. Aber ich find's cool, weil keine Ahnung, ich mag's gerne. Ich liebe es, wenn es bilingual ist oder manchmal sogar trilingual. Find ich cool. Lord have mercy, holy Jesus. Junkies, Junkies, Dealer, Gangsters, Gangsters, Thugs, Thugs. Halte, Abstand, ich bin, Bar, mache, move, move. Wenn ich die Raps aufsage, ich mach aus deinem Bierpong-Abend deine Red Cup Party. Sag's wie ne. Ich mach, oh geil, Mann, ich mach aus deinem Bierpong-Abend eine Red Cup Party. Wenn ich die Raps aufsage, ich mach aus deinem Bierpong-Abend eine Red Cup Party. Sag's wie Norian Capone in einem Track.
sind hier los? Er fängt auch immer mehr an zu zitieren, was ich cool finde. Das macht Jiggy sehr gerne. Das macht er, ja, macht er, hat er letztes Jahr in dem, wo jedes, wo jeden Monat auch was rausgekommen ist. War das letztes oder vorletztes Jahr sogar schon, Bro? Ich weiß es gar nicht. Die Jahre mit Corona, die verschwimmen einfach so. Wie Michael Phelps. Ich sag's, wie es ist. Nee, aber no joke, richtig, richtig nice. Er ist immer am Zitieren oder er hat letztens auch irgendwo eine Melodie, glaube ich, aufgegriffen. Finde ich cool. Ich geh aufs Ganze, weil ich muss. Aber man muss auch nochmal den Beat loben. Der Beat ist, hat so eine schöne Melodie. Nice. Geil. Antworten juckt, dafür Fragen über Fragen. Was ist Jock? Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Sagt man das so? Sagt man Jock? Dalle, dalle, kann ich mehr rückatmen. Antworten Jock, dafür Fragen über Fragen. Sagt man, was ist Jock? Sagt man das so? Jock? Jock? Ich weiß es nicht. Angespannte Lage, kann die Last nicht mehr tragen. Alle Taten haben einen Haken. Sie schlart an seine Nase. Oh ja, ja, doch, doch, passt. Die Nase von Zlatan ist schon ein bisschen... Ist ein bisschen schief. Zlatan auch einer der Fußballer, die man immer mit Vornamen sagt. Wo man immer den Vornamen sagt. Wo sagt man das noch? Bei Trent würde man vielleicht noch sagen. Trent Alexander-Arnold. Wo sagt man noch den Vornamen bei Fußballern? Warum sagt man bei Zlatan Zlatan und nicht Ibrahimovic? Man sagt eigentlich immer Zlatan dann, wenn es um ihn geht. Wo sagt man das denn noch? Schreibt mal rein, bei welchem Fußballer man auch immer oder nur den Vornamen sagt. Bei manchen sagt man beides, so wie bei Virgil van Dijk. Aber vielleicht auch, weil auf seinem Trikot Virgil steht. Bro, warum macht man das? Lass nicht mehr tragen, alle Taten haben einen Haken. Sie schlart an seine Nase. Dieses, jenes, dieses. Lord have mercy, holy Jesus. Boah, geil, coole Beatpause. Heute bin ich Kolibri und stehe vor der Blüte. Boah, Dicker, sag mal, was ist denn hier los? Oh, heute bin ich Kolibri und stehe vor der Blüte. Auch nice. Heute steht er so vor dem, was er sich aufgebaut hat. So. Hier los. Ich geh aufs Ganze, weil ich muss. Früher war der Konto stand minus. Doch der Junkie auf der Kapsel macht jetzt Plus. Hups, boah, Dicker, sag mal, was... Hups, hups, finde ich cool, dass er jetzt hier hups sagt. Schon. Ups. Doch der Junkie auf der, hat er das Haar noch mitgenommen? Die Hook ballert mies. Hook ist echt 10 von 10. Also jetzt, im zweiten Teil der Hook ist dieses ein bisschen zu viel für mich. Aber ansonsten geil. Ich geh aufs Ganze, weil ich muss. Das passt noch hier. Aber jetzt beim zweiten gleich finde ich es nicht mehr so nice. Ja, der Konto jetzt ist zu viel. Geil, auch das Ende ist. Das Ende ist auch eine 10 von 10. Plus, plus, plus. Geil. Auch der Beat ist so schön, es ist so ein neuer Sound einfach. Das hört sich an wie so ein Beat, das hört sich an wie so ein Free-Beat, aber nicht als Disrespect gemeint, sondern so ein Free-to-Use-Beat, so keine Ahnung, blablabla-Type-Beat, der dann 5 Millionen Aufrufe hat, wo jeder dritte Newcomer-Rapper versucht, was drauf zu machen, aber es nicht hinbekommt, aber einfach nur, weil der Beat so fresh klingt. Wisst ihr, man hat manchmal diese Beats, die man findet oder die man sich, ich höre manchmal auch gerne so Free-Beats einfach nebenbei, beim Zocken oder so an, whatever. Und da gibt's geile Beats, die fresh klingen, die irgendwelche Producer halt hochgeladen haben, die dann aber so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Millionen Aufrufe haben oder so Joker-Type-Beat oder Batman-Type-Beat gibt's auch und bla bla bla. Und die sind ehrlich nice, die kannst du aber meistens nicht usen, weil die jeder kennt, weil die halt so nice sind und jeder Dritte schon was irgendwie versucht hat, darauf zu machen, was nicht geklappt hat. Aber das klingt wie an, wie so, das hört sich irgendwie an, so wie so ein Beat, das meine ich gar nicht böse oder schlecht so, aber einfach, dass es so ein uniker Sound ist, der auch easy als Freebeat so 5, 6 Millionen Aufrufe gehabt haben könnte, aber der einfach jetzt halt für diesen JGB-Song genutzt wurde, was mir sehr gefällt, Mann. Ende.
kommt natürlich klar. Hey, es geht natürlich hier wieder um Promo. Wir müssen das Deutschrap-Tutorial promoten. Aber geil, Mann. Ey, gönnt euch das auf jeden Fall auch, wenn ihr da gerne ein bisschen Knowledge gedroppt haben wollt. Ey, ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich auf die weiteren Songs von JG. Der Boy startet durch, gerade anders, was ich ihm vom Herzen gönne. Was mich sehr, sehr freut. 10 von 10 Hook. Sagen wir 9 von 10 Hook. Der eine Dings hat mich halt ein bisschen getriggert. Aber ansonsten fand ich es sehr, sehr nice. Ich hoffe, das ist so jetzt, das wird sich in den nächsten Songs zeigen, dass JGG seine Vielseitigkeit beibehält, textlich gesehen. Weil sich jetzt die Tracks so ein bisschen zumindest häufen, wo es darum geht, ey, ich war an der Klapse und jetzt mache ich mies Cash, was ich ihm über alles gönne. Aber ich hoffe, dass jetzt nicht jeder zweite, jeder dritte Track nur darum geht, dass er früher halt in der Klapse war und ein Drogenjunkie war und jetzt aber es geschafft hat und dick Cash macht. Solche Tracks will ich auch nicht missen von ihm. Ich will, dass sie auch weiterhin kommen, aber vielleicht nicht jeder zweite, jeder dritte Track, weil dann, wenn die dann kommen, sind die umso nicer, umso motivierender, umso geiler. Aber ich will einfach nicht, dass sich diese Story in jedem Track widerspiegelt und wiederholt, weil dann nennen wir es das Kapitalproblem, das Kapitalproblem, dass sich jeder Track zu sehr ähnelt vielleicht. Bei JG haben wir zumindest das Glück, dass es sich vom Soundbild her bis jetzt, finde ich, gar nicht ähnelt. Ich muss immer an Wunderbäumchen denken, wunderschöner Song, Wunderbäumchen, der ein ganz anderes Soundbild, eigenes Soundbild hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da noch so kommt. Lasst mal auch mal in den Kommentaren, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen oder heute später, ich weiß es nicht, bei einem weiteren wunderbaren Video mit Fresh, so wie immer, und ciao.